Saison 3, Station Nummer 2. Herzlich willkommen aus Bahrain mit dem neuen Team. Ja, sollen wir heute mal auf Angriff Sieg gehen? In Australien ist es so ganz, leider nicht ganz geklappt, es hatten glaube ich 2 Runden gefehlt. Heute wollen wir es dann klar machen. Und das in der Wüste. Schauen wir mal. Fehlschläge. Ah, der Mut. Ah, okay. Müssen wir gucken. Gut. Rein ins erste Training. Hier beginnt gleich das Training auf dem Bahrain International Circuit, kurz BIC genannt. Auf dieser Strecke gibt es zahlreiche Gelegenheiten zum Überholen. Das heißt, die Fahrer sollten sich unbedingt mit den Streckenbedingungen extrem vertraut machen, damit sie später wissen, wo und wann was geht. Stefan Römer, wie viel Zeit werden die Teams hier investieren, um Änderungen an den Autos vorzunehmen? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. So. I'll probably mention the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Genau so ist es. So, fahren wir mal auf die Straße. Oder gehen wir mal raus. Ach, ein hohes Wetter. Aber ich glaube, dass es nicht regnen wird. Die Chancen sind sehr, sehr gering. Nö, alles trocken. Gut, gehen wir raus. Das ist so Nachtrennen der Saison, obwohl die Trainings auch dunkel im Hellen sind. So, ich muss mal wieder mal was umstellen. Feedback mal runterstellen wieder. So. Perfekt. Wundert mich, dass das hier funktioniert und in der Online-Lobby nicht. Da ist mir das Feedback zu schwach. Ah, perfekt. So, auf geht's. Ist immer noch zu heikel. Das ist immer noch zu heftig. Fällt mir gerade auf. Bearbeiten, müssen wir wieder runterstellen. Ich setze mal auf 80. So, 2 Runden mehr aus Rallye gefehlt zum Sieg. Hier soll der erste Saisonsieg kommen mit dem neuen Auto. Und mir dafür auch die erste Pole. Wir müssen mal wieder ein bisschen reinfuchsen an die Strecke. Die erste Runde wird wahrscheinlich noch nicht funktionieren. Thank you.
bisschen zu weit rausgekommen gerade. Und die Runde wird nicht gut sein. Kann ich jetzt schon mal sagen. Definitiv nicht. Die 30 muss eigentlich fallen. Zu weit raus. Williams von uns wahrscheinlich. Die 30 hätte ich gern gehabt, da fehlt ein bisschen. Richtig, dass ein Williams ist von uns. Das Auto hält ein bisschen auf da vorne. Ich soll mich jetzt mal ein bisschen mitziehen. Ich dachte, ich komme da jetzt ohne Probleme an der Geraden hier vorbei. Ja, schön die Runde kaputt gefahren. Dankeschön. Wenn du jetzt in die Box gehst, das ist auch assi. So, vorbei. Box geht halt definitiv nicht. Aber die Runde war kaputt. Ja. Eine Runde fahre ich aber noch. Die will ich noch fahren. Sauber. Ich krieg die noch nicht sauber durch. Irgendwo lasse ich immer Zeit liegen. Ja. Das war der ominöse Körb. Ups, da bin ich ein bisschen zu weit rausgekommen. Kleiner Schreckmoment, Autos geht aber noch. Aber der Satzreifen, der ist definitiv durch.
Ja. Aber kein Flügel beschädigt und nichts. Können Sie noch halbwegs abfangen? Have set us back a little. So. Na doch, ein leichter Flügelschaden ist drin. Ja, ein bisschen war angeeckt vorne, aber nicht viel. Our best lap so far is a 131.0. Na, die Runde war aber nicht gut. Definitiv nicht. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Bottas und Charles Leclerc. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. So, gut, die schnellste Zeit haben wir. Trotzdem. So. Gut, Training 2. So, okay. Und jetzt weiß ich auch, was manche Leute mit dem Todeskörper meinen. Dieser Scheißkörper hier rechts. Den hat's mal kurz im Maus gehebelt. Gut, auf ein neues. Wieder gelb. Rot von meinem letzten Training. So.
So. Crane. Wie die Zeiten jetzt werden. Ich will halt gerne die 30er-Zeiten knacken. Na, nicht ganz. Aber eine halbe Sekunde schneller als eben. So, mal gucken, ob das jetzt was wird. Ich glaube nicht, dass es die 29 irgendwas wird, nicht auf Gelb. Weiß ich eins. Sehr unruhig, das Auto. Ich hörte gerade nicht, das Auto fährt sich sehr, sehr komisch gerade. Wir müssen jetzt mit dem Differential spielen. Probier's mal. So, holen wir jetzt nochmal eine Runde. Die Runde war jetzt eher zum Vergessen. Ah, ich wäre so ganz unruhig, wie ich das hatte.
Gut, egal. Lap so far is a 1:30.1. So. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Gasly und Kevin Magnus. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. So, Training 3 jetzt noch. So, ja, Training 3. Dann fahren wir jetzt auf Rot. Aber ich glaube nicht, dass wir die vier Runden, die wir jetzt in den ersten Trainings geschafft haben, hinkriegen. So, auf geht's. Auf geht's. Mal ein bisschen mehr auf die Vorderachse setzen. Boah, Alter, das hört sich ja ganz ekelhaft an gerade. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen runterstellen auf 60. Ich bin auch noch nicht wirklich zufrieden.
Wieso? Einunddreißig, eins. Viele schöne Sekunden. Da fehlt bestimmt eine ganze Sekunde. Set fuel mix 1 if you want to save the engine for the race. Zehn Trainingsmotor oder nicht? So. There's 3 laps of fuel remaining. Heißt ich 3. Ah, halbes Sekündchen noch mal, dass wir noch was finden. Der Runde wird das eh nichts. Come in this lap, please. Box this lap. Ja, aber die Runden packe ich noch. Okay, you're in the top 10. Reicht nicht ganz. Wir hätten sie zwischendurch gehabt.
So. Na komm, gehen wir mal rein. Geh mal durch. Das sollte eigentlich lang. Die Abfälle sind groß. Jawohl, Viertel auf 2. Da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir... Doppelführung für Renault. Richter, Vettel und Valtteri Bottas. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So, gut, das war das Training. Wir sehen uns morgen wieder zum Qualifying.